Was denn? Willst du mich anlegen oder was? Leute, was geht ab? Wir sind unterwegs Richtung Darmstadt. Sonnig, aber sehr, sehr kalt. Die Vorbereitung haben wir hinter uns gemacht. Das war eine lange und eine sehr intensive und harte Vorbereitung. Ennis ist in einer bombastischen Verfassung. Die Vorfreude ist riesig groß, Leute. Und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Um 17 Uhr findet das offizielle Wiegen in Darmstadt statt und wir sehen uns. Jawohl, so schön! 71,35 Kilo für Jumping Norris Dani. 72,25 Kilo für Orbit. Und so, und unser Main Event. Heute wird der zukünftige Sturm geboren. Wie fühlt sich Janis? Gut soweit. Wir haben gerade Mittag gegessen. Noch ungefähr 4 Stunden. Dann gehen wir in die Richtung Halle. Und wir gehen brechen. Coach, wir stehen kurz vorm Kampf. Wie geht's dir? Mir geht's super. Wir freuen uns. Das war eine lange, harte Vorbereitung. Und man kann es kaum erwarten, in einem Ring zu stehen. Ja, und endlich zu kämpfen. Es geht um die Junioren-Weltmeisterschaft, Coach. Was erwartest du von Ennis? Das ist natürlich ein bedeutsamer Titel und auch eine große Motivation. Wir wissen alle, dass auch Felix damals, bevor er Weltmeister wurde, Junioren-Weltmeister geworden ist. Und wir sind gut drauf, wir sind zuversichtlich, es herrscht eine gute Stimmung. Wir präparieren uns, machen uns jetzt fertig. In der nächsten Stunde beginnen wir mit der Erwärmung. Und dann lassen wir die Fetzen fliegen, Leute. Was kannst du zu seinem Gegner Jamschik sagen? Jamschik, der ist ungeschlagen. Das wird natürlich kein Spaziergang. Das wissen wir. Und easy going. Ja, wir können loslegen. Ne? Hi. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll go show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Mein Bruder Mo, das ist noch auf Boxveranstaltung. Heute kämpft Bruder Ennis, wir machen keine Halten zusammen. Wie sieht's aus, Alter? Ich bin sehr Boxfan auf jeden Fall. Heute bin ich aufgeregt wegen Ennis, Alter. Auf jeden Fall. Unser erster Titelkampf, die IBO Junioren-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht. Zwei ungeschlagene Boxer, Anas El Abid aus Köln, aus dem Gym von Felix Jürgen. Und dann sieht man auch natürlich Moritz Weber als Coach in seiner Ecke. Das wäre überhaupt nicht gut in 10 Rücken. Und jetzt deckt er ihn wieder ein. Ringrichter Uwe Leuchermann, ihn höher zu schlagen, waren noch einige Dinge auf dem Hosenbund drauf. Ein äußerst erfahrener Ringrichter, Uwe Lorch. Hat er ihn wieder an den Zeilen gestellt. Atmen, mein Junge. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, weiter mit dem Jab. Hast du gesehen? Alles, was ich dir gesagt habe. Wenn mir aufhört, direkt ein Jab. Okay? Direkt nochmal ein Jab. Früher stürmen. Okay? Jetzt kommt mal die ersten Aktionen für Anas El Abid. Und da kommt Norris Dani nochmal der linken fast reingesprungen.
Anas El Abid. Von El Abid abgekannt hat hier. Jo, da fliegen die Fäuste durch die Luft. Eigentlich der Uwe Lorch ermahnt beide nochmal komplett richtig mit den Köpfen aufzupassen. Nurkistani ganz schön auf den Hinterkopf, wird auch richtig ermahnt, also das ist überhaupt nicht Sportsman-like, was er da macht. Oh, Junge, jetzt bist du drin. Ja, alles. Super, frech sein, ja? Guck mal, jetzt hast du schon öfter dazwischen gehauen. Wenn der aufhört, braucht er Pause. Ich sehe das. Und du hast Luft. Atmen! Atmen! Dritte Runde, Round 3. Dritte Runde in diesem IBF Junioren-WM-Titelkampf zwischen Jamsid Nuristani aus Augsburg und dem Kölner Anas El Abid. Und bisher zwei Runden vorüber und ein wirklich klasse Kampf, was beide abliefern. Und Nuristani wieder erschlägt, wieder auf den Hinterkopf drauf. Also da muss er aufpassen, auch wenn El Abid natürlich im Kopf unten war. Aber da darf der Augsburger nicht mehr wirklich so viel draufschlagen. Sonst hagelt es einen Punktabzug und das könnte, sofern der Kampf über die 10 Runden geht, natürlich sich dann auch da bemerkbar machen. Schöne Mal bewegen für El Abid. Beide hauen sie hier die Schläge raus. Ja, El Abid steht hier, kassiert aber auch wieder einen Treffer auf den Hosenbund. Ah, schön knackig die Linke von El Abid. Das geht hier wirklich hin und her. Also, und wir sind erst in der dritten Runde. Also, ne, also nicht so, dass wir jetzt hier Richtung Endspurt des Kampfes sind, sondern wir sind immer noch in der Anfangsphase des Kampfes mit der dritten Runde. Und Ringrichter Uwe Lorch, der wird hier. Ah, da geht. Sehr gut, sehr gut. Alles in der Rolle. Atmen. Super. Wedel. Atmen, mein Junge. Der hat niemals mehr Luft wie du. Hörst du? Niemals! Das musst du wissen, mein Junge! Ja, das ist Weltmeisterschaft! Okay? Frech sein! Nimm die Mitte! Verstehst du? Und am Seil mach einfach zu und hau durch die Mitte! Das ist einfach! Verstehst du? Nicht so viel wegdrehen und so. Einfach zumachen und drauflegen. Und wenn er fertig ist, übernehmen. Ja? Versuch mal über seinen Jab zu schlagen mit deiner Rechten. Ja, keine Schwinger. Läuft doch alles. Ja, okay? Hey, weiter so. Sieht gut aus. Weiter so. Aber du musst am Drücker bleiben. So, die vierte Runde. Also ich glaube, wenn einer von beiden auch nur die geringsten Anzeichen zeigt, dass er wackelt, dass er konditionell nicht mehr so gut da ist, dass er vielleicht wirklich auch einen Treffer bekommen hat, den er auch wirklich merkt,
Ich glaube, der andere wird gnadenlos zuschlagen. Ich glaube, der wird nicht lange gefackelt. Klappe zu, auf den Tod. Und jetzt die Rechte, stark eingesetzt von Elabi. Schlägt auch gut zum Körper, wird aber auch. Und jetzt hat er ihn wieder gestellt. Der Moristani hat Elabi gestellt an den Seilen. Jetzt die Frage, was kann der Augsburger dabei ausmachen? Aber man muss auch sagen, der Ringer macht hier wirklich eine gute, oder gibt eine gute Performance ab. Der spricht während des Kampfes mehr mit den Boxern, als wegen jener Kleinigkeit zu unterbrechen. Finde ich besser, finde ich auch richtig, solange das auch noch in einem gewissen Rahmen ist. Und ja, wenn ich irgendwelche Leute erfahren habe, wer denn dann? Also das macht der Saarländer schon sehr, sehr gut. Du kannst mir gar nichts, aber genau diese Szene beweist auch, er hat die Treffer gemerkt. Und gleich haben wir die vierte Runde vorbei. Atmen, mein Junge. Power. Atmen. Eine Hand oben lassen. Okay? Dass er dich nicht trifft. Keine Möglichkeit geben. Nicht zu viel machen lassen. Guck mal, der kann nur mit Schwinger enden. Du musst aufmerksam bleiben. Nur das. Der trifft dich mit gerade gar nicht. Deswegen halt die Innenbahn. Mach zu, antworte. Okay? Hörst du? Ennis, atme tief. Eine Hand oben. Der ist platt, Ennis. Siehst du das? Siehst du, dass der platt ist? Komm mal hin. So, die fünfte von 10 Runden hat begonnen. Anas El Abid, der Boxer mit den goldenen Shorts. Und Jamsid Noristani mit den weiß-roten Shorts. Und beide haben jetzt nach den ersten 4 Runden wirklich ein klasse Duell abgeliefert. Anas, komm, weiter, weiter, weiter! Komm, Anas, komm! Ja, ich weiß nicht, ob diese Spielchen so klug sind, die Jamsid Noristani hier macht. Er gibt damit El Abid halt eben auch die Möglichkeit, sein Gameplan besser umzusetzen, auch Treffer zu bringen. Ja, die rechte Weiße fliegt nicht drin, auch wenn es spektakulär ausgesehen hat. Was für ein Kampf dieser 5 Runde, jetzt lässt sich El Abid wieder stellen, Noristani, aber also er muss auch, dann beide, also wenn die ohne Schrammen am Kopf nach Hause gehen, Respekt, da müssen wir echt aufpassen mit ihren Köpfen, auch Noristani, wenn er so gerade so in der, im Infight steht, der haut dann wirklich oftmals auf die Gürtellinie. Ja, Jamsid bringt weniger Aktionen, aber die sind immer noch richtig knackig. Mann, 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 ich wollte jetzt hier kein Punktrichter sein. Sehr gute Runde! Nicht ausruhen! Er ist platt als du! Spürst du das? Junge! Nein! Okay! Hörst du? Charakter, Courage! Du bist fit, Junge! Fit als er!
bei Allah! Ich schwöre bei Allah! Du bist bitter! Weiter aufdrehen! Okay? Wir bleiben vorne! Okay? Jawohl! Bismillah, mein Sohn! Komm, ich bin bei dir! Und Allah ist mit dir! Sag Bismillah! Alles mit dir! Bleib da! Beide geben hier nicht auch nur einen Zentimeter Preis und es wird Wahnsinn. Das ist echt ein unfassbar guter Kampf von beiden. Aber jetzt muss Ella bitte aufpassen. Er lässt sich hier stehen. Ja, moniert, komm doch mal und komm, sagt er das, kommt Ella bitte auf. Hier die Salben rein, also da bleibt am schon sprichwörtlich die Spucke weg. Da frage ich mich, wer hinterher mehr, wer hinter mehr geschwitzt hat, weil ja beide natürlich ihre Schützringe nach vorne peitschen in diesem Kampf. Und das, was die Zuschauer hier in Darmstadt geboten bekommen, phänomenal. Oh, da ist der Mundschutz draußen. Da ist der Mundschutz, ja. Und die letzten Sekunden in dieser sechsten Runde. Was denn? Willst du mich anlegen oder was? Was ist denn? Komm rein, lock ich euch alle drei aus! Ey, alles klar. Ich stehe bei zu dir wie eine Wand. Keiner macht bei dir was. Okay, wir sind deine Brüder hier. Komm mal, mein Junge, durch die Mitte. Die wollen mit Schwinger kommen. Ey, triff dich nicht mehr. Komm mit Schwinger. Durch die Mitte. Enes, ich weiß, du kannst den auslocken. Hörst du das? Glaubst du daran? Ich ja! Ich glaub daran, Bruder. Gib Gas, mein Bruder. Komm, sehr gut. Hocker. Ja. Round 7. Rechts zu mir die eine Seite, links zu mir die andere Seite. Jesus. Also es ist nicht okay, wie man sich da verhält. Weiß ich nicht, ob die Security ein Nickerchen macht oder. Aber das ist eigentlich deren Aufgabe, sich darum mal zu kümmern. Jetzt gibt es nochmal ganz mahnende Worte an beide Boxer, mit den Köpfen aufzupassen. Was soll das, dass hier die Zuschauer so lange in den Ring kommen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich verstehe das nicht, dass hier kein Mensch dazwischen geht, dass man hier nichts macht. Also. Vor allem, dass Zuschauer so nah an punktlich herankommen. Ein No-Go, ein Unding. Referee, ich werde bedroht von den Zuschauern hinter mir. Security! Hey, Bruder! Jawohl. Bruder, der war weg gewesen. Wasser. Atmen! Das schaffst du! Er ist tot! Junge! Drei Hände durch die Mitte!
Das schaffst du! Bleib oben nach dem Schlagen mit dem Kopf! Geh nicht mehr zum Körper! Okay, ja! Du musst die zwei Runden aber gewinnen! Du musst die zwei Runden klar gewinnen, dann gewinnst du! Das hast du und das schaffst du! Okay, mein Sohn! Das schaffst du, ich glaube, das schaffst du! Komm! Hinter dir! Doch gar nicht nötig. Siehst du das? Geh durch die Mitte und bleib mit dem Kopf oben. Hörst du? Bleib mit dem Kopf oben. Alles! Alles ist dir für dich! Dass du mit dir nach Hause gehst! Alles, die zwei Hunde müssen dir gehören. Dann nimmst du den Titel mit. Okay? Darauf hast du dein ganzes Leben gearbeitet. Okay? Durch die Mitte. Eine Blende bleibt oben. Niemals! Niemals hat er mehr Courage! Komm Junge, du musst dich jetzt zusammenreißen! Saugbetreuer bitte aus dem Ring. Ringfall zur neunten Runde, Round 9. Wahnsinn, also das ist echt klasse. Man weiß gar nicht, was man da jetzt noch groß kommentieren soll, wenn zwei junge und wirklich tolle Boxer sich hier gegenüberstehen und trotz aller verbissener Härte versuchen auch technisch zu bremsen, um sich den WM-Gürtel zu schnallen. Auch die Stimmung hieß hier sensationell gut. Ich meine, es boxt jemand aus Augsburg gegen jemand aus Köln. Man hat ja jetzt eigentlich nicht wirklich in Bezug zu Darmstadt. Wobei El Abid auch schon einige Fans ja mitgebracht hat. Unglaublich. Tolles Boxen hier bei der IBO Champions Night. In unserem WM-Titelkampf im Mittelgewicht. Noch ein Schlag zum Kopf, El Abid zum Körper, kommt der eine durch, kommt der andere in Konter. Unglaublich, was beide in dieser neunten und vorletzten Runde hier für ein Tempo gehen. Ende der neunten Runde. Sehr gut! Sehr gut! Eine Runde! Eine Runde! Gib mir einen Lockdown! Für Sicherheit! Für die Zuschauer! Für deine Ehre! Für deinen Vater! Diese Runde! Ganz klar zeigst du, dass dein Titel ist! Ja, okay? Zeig mir, dass du ein Krieger bist! Hände oben aber! Hände oben! Zehnten und letzten Runde, Round 10! So, nochmal 3 Minuten Highspeed, 3 Minuten Vollgasboxen, 3 Minuten nochmal alles rausholen, was man noch irgendwo im Köcher hat. Ja, und dann wird man höchstwahrscheinlich auf die Punktrichter vertrauen müssen. Noristan und El Abid.
Ich kann nur hoffen, dass beide am Ball bleiben. Kampf 90 Sekunden, die noch verbleiben. Boah, das hört sich so gut an. Kannst du das nochmal sagen? Der ist seit 15 Monaten bei mir. Enes El Abid ist ein Vorzeigeathlet und er ist mein erster Weltmeister. Ich will das nicht kleinreden. Zwar ist es Juniorenweltmeister, aber er ist Weltmeister. Und das muss ihn erstmal einer nachmachen. Er hat eine klasse Leistung gezeigt. Er hat Kämpferherz gezeigt. Er hat gezeigt, dass er einstecken kann. Natürlich gibt es Sachen, an denen wir noch arbeiten müssen. Aber das ist uns jetzt sowas von scheißegal, sondern wir genießen den Sieg, wir feiern den Sieg mit den Freunden von Enes, mit den Unterstützern von Enes. Das ist Teamarbeit, ja? Das ist nicht auf meinen Schultern gewachsen, ja? Ohne die Unterstützung von links und rechts, seitens der Familie, seitens Freunden, Sponsoren, wäre das niemals möglich, ja? Hier an vorderster Front, ja, Profit Aachen, sowie auch Bodo Management, ja? Die das Talent in Enes gesehen haben, die auch Vertrauen in meine Worte gelegt haben, in meine Prognosen, was Enes angeht. Mein ganzes Leben war ich ein Mann, der, wenn er was sagt, der alles dafür tut, um dieses Wort auch zu halten. Und ich habe gesagt, der Junge hat das Potenzial, in der internationalen Spitze zu boxen. Und ich habe mein Wort gehalten. Mit Enes ist die Reise noch lange, lange nicht zu Ende. Leute, Enes El Abid ist 25 Jahre alt. Der ist seit 15 Monaten Profi. Ihr werdet noch ganz, ganz viel von dem hören. Enes Habibi, ist Weltmeister! Habibi Enes, vom Herzen herzlichen Glückwunsch. Und hört auf meine Worte, das war nicht der Letzte, den ich geholt habe. Das war nicht der Letzte, mit Ansage. Wenn man ins Sturmgym reingeht, ne, siehst du, auf der Wand steht Sturmgym. Jeder sieht das. Rechts daneben steht All for Mom. Alles für Mama. Und das ist das, wonach der Enes lebt. Der macht das nicht für sich, nicht für uns, nicht fürs Geld. Macht das für seine Eltern. Der macht das dafür, dass unsere Eltern ein besseres Leben haben. Das hat er heute in dem Kampf gezeigt. Das war heute ein Gladiatorenkampf. Der Junge hat gekämpft wie kein Zweiter. Der andere Bruder, der war stark. Aber der Enes, der wird immer stärker sein, weil der hat ein Ziel. Und das Ziel, das hat nicht jeder. Wir werden sehen, das war nicht das letzte Mal. Kommen noch andere Gürtel und dann schauen wir mal. So, Enes, du bist Juniorenweltmeister. Ja. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Wir sind zwar noch nicht da, wo wir sein wollen, aber wir sind auf einem guten Weg. Wie man ihn kennt, sehr bescheiden. Eine Sache muss ich hinzufügen. Ne? Er war letzte Woche krank gewesen. Ja? Er war 3-4 Tage war der raus aus dem Training. Diese Woche hat er wieder gefiebert, der hat mir nichts davon gesagt. Und geht hier rein und ballert hier 10 Runden, ja? Als gäbe es keinen Morgen mehr. Ne? Und das hat sehr, sehr viel Respekt verdient. Ja? Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn das nicht gewesen wäre, ja? Dass seine Leistung noch besser wäre. Wobei wir mit der Leistung von Enes Stand der Dinge heute und jetzt sehr zufrieden sein können. Glückwunsch, Enes. Danke, Trainer. Danke. Danke sehr.